Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal und natürlich auch zu House of Ashes. Heute mit der Trophäe für alle Zeit verloren. Sprich, Rachel muss im Kokon zurückbleiben. Und da beginnen wir direkt recht früh und zwar zu der Zeit oder zu der Szene, wo Salim Nick ja zu einem Verbündeten macht, sage ich mal. Also das sehen wir hier, wo er noch mit ihm schnackt. Und danach macht man ein QTE, das absolviert ihr am besten. Und sobald ihr dann dahin kommt, dass ihr als Nick diesen Dämon oder den Vampir ablenken müsst, damit Salim den erstechen kann, schießt ihr nicht. Das ist nämlich ganz wichtig für die darauffolgende Situation. Hier habe ich es angedeutet, nicht schießen. Dadurch haut das Viech nämlich ab und ihr tötet es nicht, wodurch die Leiche von dem Viech nicht davor liegt. Denn danach kommt auf jeden Fall Eric zu euch und deswegen sagt hier auch lieber in Deckung, damit Salim sich versteckt und Eric Salim nicht entdeckt. Denn dadurch kommen wir zur Situation danach, nämlich wo Eric die Leiche eigentlich inspizieren will und Salim als Gefangener dabei sitzt und dadurch vermeidet ihr beides. Dadurch müsst ihr vorher auf nichts aufpassen, denn Salim weiß natürlich Bescheid, dass Licht die Viecher ja, dass den Licht schadet im Prinzip. Und wenn ihr dann hier im Prinzip dafür sorgt, dass Salim versteckt bleibt, dann kann er das nicht erzählen und Eric kann das nicht inspizieren mit dem Licht und kann nicht von selber drauf kommen. Und dadurch ist diese ganze UV-Lichtgeschichte vom Tisch. Die wird euch im ganzen Spiel nicht mehr ja, beschäftigen müssen, denn ihr seht hier, die Lampe liegt noch auf dem Tisch. Allerdings wird er die mitnehmen, aber er weiß nicht darüber Bescheid, was das für einen Effekt hat und Salim wird es auch nicht sagen, deswegen wird er diese nie nutzen. Und dann springen wir schon recht weit zum Ende, denn dort kann Rachel sich noch selber töten oder getötet werden. Das macht er natürlich nicht, denn Rachel soll in den Kokon. Dazu einmal hier das QTE nicht nutzen, hier verzweifelt wählen, dass Jason eben nicht Rachel tötet. Da haben wir dann zweimal die Option, also zweimal müssen wir Jason im Prinzip dazu bringen, dass er es nicht tut, um dann danach von Salim den Vorschlag zu bekommen, dass wir in ein Kokon gebracht werden könnten, um dort eben geheilt werden. Und das machen wir natürlich. Das sehen wir dann jetzt nämlich hier. Da entscheiden wir uns für Tus einfach und dann werden wir in den Kokon gebracht. Das wird im nachfolgenden Clip alles im Prinzip jetzt gezeigt. Ab da habt ihr es eigentlich geschafft, wenn ihr dann ab jetzt auch noch beachtet, dass nachdem Rachel im Kokon ist, ihr alle tötet. Also alle, die noch am Leben sind, müssen danach sterben. Da habe ich dann auch zwei Clips angehangen. Und zwar einmal den Clip, wo Jason Salim retten kann. Da sagt er einfach, kein Mann wird zurückgelassen. Und macht dann die QTEs nicht, sodass dann beide sterben. Und Nick und Eric sterben dann am Ende in dem Haus. Da macht ihr auch kein QTE. Und somit sind alle tot und keiner kann eben noch sagen, dass Rachel im Kokon ist und dann bleibt sie dafür immer und dadurch bekommt ihr die Trophäe. Ganz simpel, wenn man die Schritte davor weiß und genau. Ihr könnt dann eben noch bei den nachfolgenden Clips schauen, falls ihr das jetzt nicht ganz verstanden habt. Es ist alles im Video drin, was ihr braucht, um die Trophäe zu bekommen. Und genau, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Erfolg und viel Spaß bei dem Spiel und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Haut da rein, ciao. Forscher hatten schon recht. Ihr dürft keins dieser Viecher am Leben lassen. Zurück zu dir.
Sicherheit, Sally. Rachel King. Warum ist sie nicht hier? Das Team hat sie bisher nicht gefunden. Ist sie tot? Höchstwahrscheinlich. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei.